Wie man so schön sagt, die Spieledesigner von heute sind die Spielefans von gestern. Na gut, so richtig sagt man das nicht. Das ist ein Ausspruch, den ich gerade festgelegt habe. Aber er passt ganz gut für das, was wir heute machen wollen. Denn ich denke, gerade im Indie-Bereich findet man viele Entwickler, die sich gerne an dem orientieren, was sie als Kids und Jugendliche gespielt haben. Deshalb haben wir wirklich es ohne Ende mit Metroidvanias und Roguelikes und Top-Down-Rollenspielen zu tun. Und das wirkt mitunter ein klein wenig inspirationslos für mich. Wenn aber so jemand wie Toby Fox daherkommt, der aus den Lieblingen seiner Vergangenheit was so Wunderbares, Neues und Frisches wie Undertale schafft, dann nehme ich alles zurück, denn das war wirklich, wirklich klasse. Vor der Erschaffung von Undertale hatte sich Toby Fox vor allem als Schöpfer eines ROM-Hacks verdient gemacht, nämlich des Halloween-Hacks für Earthbound, dem Super Nintendo-Kult-Klassiker, der ja eine sehr große und eingeschworene Fangemeinde mittlerweile hat. Was der Halloween-Hack gemacht hat, war nicht nur vom Visuellen her einiges zu verändern, sondern vor allem auch von den Charakteren und den Dialogen was Eigenständiges zu machen. Und wer den Halloween-Hack heute spielt, der kann so die Grundlage von Undertale da drin sehen. Es gab den schönen Vergleich damals, wenn das originale Earthbound einer frühen Staffel der Simpsons entspricht, dann entspricht der Halloween-Hack einer frühen Staffel von South Park. Alles ein bisschen kruder, alles ein bisschen abgedrehter, aber irgendwo ist auch noch Herz vorhanden. Herz ist auch das richtige Wort, was man braucht, wenn man Undertale beschreiben will. An der Oberfläche ist es ein mit vielen Retro-Anleihen versehenes Top-Down-RPG. Man findet nicht nur einen starken Einfluss von Earthbound eben drin, sondern spielerisch sind Elemente von Bullet-Hell-Shootern mit dabei. Es ist auch eine gehörige Portion des Spieldesigns von den Mario- und Luigi-RPGs drin. Toby Fox hat gesagt, eine große Inspirationsquelle ist auch der Humor von Mr. Bean gewesen und das habe ich erst, nachdem ich Undertale durchgespielt habe, erfahren und ich glaube, damit hat er irgendwie recht. Also eine durchaus merkwürdige Mischung, aber ich habe wenige Spiele gespielt, die so emotional mit den Charakteren, mit den Figuren, mit dem Storytelling umgegangen sind, aber es dennoch wussten, an den richtigen Stellen Humor reinzuwerfen und auch durchaus mal ein klein wenig krude zu sein. Man spielt ein kleines Mädchen, das durch ein Loch in die Welt der Monster gefallen ist und die einzige Aufgabe, die man hat, ist es, wieder aus dieser Welt der Monster herauszukommen. Aber das gestaltet sich als einigermaßen schwierig, denn der Weg bis zum Ausgang, der ist ziemlich weit und es stellen sich einem einiges an Kontrahenten entgegen. Wie man dieses Spiel angeht, das bleibt einem selbst überlassen, denn man kann auf viele verschiedene Arten dieses Game zocken. Man kann es wie ein klassisches Rollenspiel zocken und in diversen Encounter die Gegner nach und nach umbringen und so das Spiel auf eine gewisse Bahn lenken. Man kann aber auch komplett durch ein eingebautes Dialogsystem nach Art der Shin Megami Tensei Games auch alles komplett pazifistisch bestreiten und ich habe es, als ich es damals durchgespielt habe, größtenteils pazifistisch bestritten. Es war nämlich sehr interessant zu finden, wie man jeden einzelnen Gegner durch Dialoge, durch den Einsatz der verschiedenen Fähigkeiten im Kampfsystem, durch die verschiedenen Quests, die man macht, so umgehen kann, dass man nicht eben auf den Tod des Gegners hinausgehen muss, bis auf eine Ausnahme. Und das hat mich tierisch geärgert am Ende, denn dann habe ich mir damit das sogenannte pazifistische Ende verbaut. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, durch das Spiel zu kommen, lohnt es sich auch, mehrere Durchgänge zu machen, vor allem, weil man, ich glaube, wenn man das Game einmal durchgespielt hat, eher damit beschäftigt ist, zu reflektieren, warum man so mit dem Spiel umgegangen ist und mit den Figuren und mit den Charakteren, um dann auch eine andere Version zu sehen, denn ich habe schon erwähnt, das Storytelling und das Writing, wie die einzelnen Figuren, wie die einzelnen Monster, wie die Interaktion zwischen den Figuren untereinander und auch einem selbst gemacht sind, das ist schon ziemlich, ziemlich klasse und es gibt so viele erinnerungswürdige Charaktere, die Skelette, Sans und Papyrus sind da mal vorne dran gestellt, einige der wirklich abgedrehtesten und witzigsten und unterhaltsamsten Sequenzen, die ich je in einem Videospiel allgemein, nicht nur in einem Rollenspiel gesehen habe, sind da vorhanden, alles eben in dem vertrauten Earthbound abgedrehten Rollenspiel-Look verpackt und auch Gameplay-technisch, ich habe Bullet-Hell-Shooter erwähnt, die Kämpfe haben eben sehr viele Elemente drin, wo man vielen Projektilen ausweichen muss, also es ist auch eine Note drin, wo nicht nur Taktik, sondern auch Skill mit drin
es ist aber so abgestuft ist, dass es mal bewusst sehr, sehr schwer wird oder auch bewusst leichter oder auch man selbst mal Sachen angehen kann. Also ich kann kaum alle Spielelemente so umschreiben, um das wiederzugeben, denn Undertale ist ein Game, was man eigentlich selbst erlebt haben müsste, um es zu tun. Ich will deshalb auch nicht allzu viel verlieren. Wenn ihr Bock darauf habt, euch auf eine große emotionale Reise mitzunehmen, wenn ihr euch davon nicht abschrecken lasst, dass das visuell und soundtechnisch und spielerisch ein klein wenig krude daherkommt, aber trotzdem mit viel Pfiff und sehr viel Witz und sehr viel Hintergedanken existiert, dann tut euch was Gutes. Nehmt euch mal einen halben oder zwei, drei Tage Zeit, je nachdem, wie schnell ihr spielt. Der Umfang ist nämlich nicht allzu groß. Ihr solltet es in 5-6 Stunden durchkriegen, zumindest einmal. Und gebt euch Undertale. Ich bin mir sicher, wenn ihr es einmal durchgespielt habt, wollt ihr es nochmal durchspielen und nochmal und nochmal und nochmal, um alle Möglichkeiten zu sehen. Und vor allem, ihr braucht danach eine ordentliche Ruhephase, denn wenn ihr so wie ich seid, dann seid ihr emotional mitgenommen und empfehlt jedem, den ihr seht, spielt Undertale, denn es ist großartig. Tolles Game.